Oh, aber ihr seht schon, ich habe fast keine Herzen mehr. Das bedeutet, dass ich viel baden muss, damit ich wieder meine Energie zurück habe. Also, wenn ihr irgendwo ohnmächtig werdet, solltet ihr eure Herzen schnell irgendwie wieder auffüllen. Ich habe zu viele Punkte. Ja, ich muss die mal irgendwie verwenden. Ich muss die mal für irgendwas verwenden. Die muss man irgendwie mal einprogrammieren. Das ist auch etwas, was ich unbedingt mal machen muss. Dieses ganze Gedöns von wegen Programmierung für die Pampelmusen, die man hier verdienen kann. Ich muss zu viele Dinge... Vielleicht machen wir einen separaten Stream, wo wir nur Einstellungen für die Streams machen. Wir haben zu viele Pampelmusen. Ja eben, genau, das ist es. Aber wenn ihr Frauen das sagt, wir haben zu viele Pampelmusen, klingt das irgendwie nicht richtig. Was ich nicht so super finde, wenn man da umkippt, dass es keine Konsequenzen hat. Ja, das mit den Herzen hat halt Konsequenzen. Bei Harvest Moon ist es ja auch ähnlich. Da hast du zwar wieder... du hast, glaube ich, nicht volle Herzen, aber die Herzen gehen auch schneller weg bei Harvest Moon. Also wenn du dann arbeitest, nachdem du umgekippt bist, dann gehen die Herzen einfach schneller wieder weg. So. Was? Halbe Stunde Bad nehmen. So, jetzt hier. Ein Switch-Spiel kostenlos 10.000 Punkte. Genau. Ich verschenke ja alle meine Switch-Sammlungsspiele. Genau. Ja, klar, mache ich. Ganz klar. Mhm. Hier, du darfst meinen Hund mal streicheln. Huskaroo. Für 10.000 Punkte. Da muss aber hierher kommen. Und ihn streicheln. Oh, meine Tasche ist voll. Mal wieder. Ja. Habe ich eigentlich jetzt genug Stein, um die nächste Vorratskiste zu machen? Nein, mir fehlen 5. Gut, die kriegen wir auch noch schnell, ne? Die kriegen wir schnell. Da. Ich habe eine geile Idee. 10.000 Punkte kaltes Wasser über Toffis Kopf. Oh, das erinnert mich an die früheren Zeiten von Clipsalat, wo ich mir immer wieder regelmäßig Wasser über den Kopf gegossen habe, weil es einfach so schrecklich war. So, 2 Steine noch. So, das ist Eisenerz. Ich brauche, wenn man einen ganz normalen Stein braucht, weiß man, dann kriegt man Eisenerz. So, Stein. Ja, sehr gut. Okay, jetzt können wir die Kiste bauen. So. Machen wir die eigentlich direkt daneben? Ich denke mal, oder? Die können wir ja sowieso später, wenn wir umändern. Vorübergehend würde ich sie jetzt einfach mal daneben packen. Ich habe zu wenig Platz für die Kiste. Okay. Abgenutztes Objekt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich das verkaufen? So. Es gibt Kisten aus Holz, aus Stein und später auch aus Stahl. Kannst also auch eine, Holz machen. Die ist irgendwo daneben. Ach, hier unten wäre noch eine gewesen, ne? Ja, aus Dings. Aber tatsächlich ist die aus Stahl, aus Stein ist sie bestimmt ein bisschen größer, würde ich mal vermuten, ne? Ist eigentlich so, also gar nicht so schlecht. Wenn wir die haben, oder? Nee, die ist gar nicht größer, oder? Ist genauso groß. Ach Quatsch, das ist ja auch eine Stein. Das ist ja auch eine aus Stein. Gut, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die aus Holz größer, kleiner ist. Toffee-Unterhose, 1 Million Punkte. Die willst du selbst für 1 Million Punkte nicht haben. Das glaubst du aber. So, das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich muss langsam mal anfangen, wenn wir verschiedene Kisten haben, das Ganze zu organisieren, damit wir nicht alles durcheinander hier liegen haben. Aber aktuell bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Mein Ton geht immer aus, das ist so nervig. So, ich kann jetzt auch endlich mal Mayonnaise herstellen. Nein, Mayonnaise ist kein Instrument, liebe Leute. Mayonnaise ist etwas zum Essen. Hier. Einmal Mayonnaise mit Stern, oder? Einmal Mayonnaise mit 2 Sternen. Okay, machen wir mal 2 Sterne Mayonnaise.
So, das kann ich nicht. Da habe ich kein Gras für. Das kann ich noch machen. Gut. Dann schauen wir mal, wie es unseren Chicken geht. Oh, wir lassen sie mal raus. Ah! Ding, 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 ding. Oh, guck mal. Jetzt kann ich sie trotzdem noch streicheln. Ha, schön. Super. Du musst leider lernen gehen. Viel Spaß noch. Viel Spaß und Erfolg beim Lernen wünsche ich dir eben in diesem Falle auch. Sind alle gleich groß. Okay, ja, aber dann ist es ja gar nicht so blöd, also gar nicht so geschickt, wenn man die Steine, 50 Steine sind wahrscheinlich viel schwerer zu farmen als 5 von diesen Holzdingern, oder? Wobei für 5 Holzdinger brauchen wir 3×5, 15. Ja doch, aber das geht trotzdem schneller, ne? Dann sollte ich vielleicht tatsächlich irgendwann eher die Holzkisten nehmen. Was mache ich hier eigentlich? Dreh schon voll durch. So, wir nehmen den Eimer und machen das Wasser weg. So. Guck mal nach, welche Feiertage und Geburtstage bevorstehen. Stimmt. Da, um dieses Thema haben wir uns ja... Fulgurit habe ich gefunden. Ich glaube, das ist was Besonderes, ne? Können wir das im Museum abgeben? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das klingt irgendwie besonders. Stimmt, wir haben noch gar nicht richtig nachgeguckt, wie das mit den Feiertagen ist, ne? Oder generell mit dem Kalender. Heute! Geburtstag! Lynn hat Geburtstag. Und wir haben 2 Geburtstage verpasst. Einmal von Angela und einmal von Nguyen. Okay. Masha TV, hallo! Wir haben Geburtstage verpasst. Ja gut, aber ich bin ja auch nicht für jeden da, ne? Ich kenne die ja auch gar nicht. Warum sollte ich deren Geburtstage feiern? Ich kenne die ja nicht. So, warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz wissen, was das ist. Ein Schatz aus der Natur, der von einem Blitzschlag erschaffen wurde. Man kann es auf ein Buffet stellen oder einem Museum spenden. Seht ihr? Man kann es tatsächlich einem Museum spenden. Hab mir heute das Spiel gekauft, bin echt gespannt. Es macht mega viel Spaß. Und Shiny Panda Cupcake, viel Spaß beim Essen. Guten Hunger. Es macht tatsächlich wirklich mega Spaß. Ich drücke nur die falschen Knöpfe und mache die falschen Sachen. Aber wenn man es richtig machen würde, würde es Spaß machen. So. Okidoki. Ich muss gleich mal aufs Klo, Leute. Aber ich darf nicht pinkeln. Wenn man jemanden beim Gießen zuguckt, da muss man noch mehr pinkeln, oder? Kleiner Tipp für mich für den Anfang. Nee, das Spiel nimmt dich quasi an die Hand. Also es kann dir eigentlich... Okay, den einen Tipp würde ich dir noch geben, der mir auch gegeben wurde. Und zwar, stell schnell welche von diesen Gegenstandskisten her. Sie müssen nicht aus Stein sein, aber Gegenstandskisten solltest du auf jeden Fall haben, weil du sehr schnell viel zu wenig Platz in deinem Inventar hast. Und dann musst du, anstatt es alles zu verkaufen... Wäre es wahrscheinlich sinnvoller, du wirst es in eine Kiste packen. Das ist mein Tipp, den ich jetzt gelernt habe. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ja, bei der Flagge war Festival. Ich glaube, das ist jetzt mit dem Eiergedöns, ne? Hier. Eierjagd, genau. Und da hinten ist noch was. Das ist Haustierrennen. Oh! Huskeroo darf bald ein Rennen machen. Ey, der gewinnt, der ist ein Husky. Natürlich gewinnt der. Ist ganz klar. Nein, der wird nicht klar wie Kloßbrühe. Sagt man doch so gerne, ne? So, Leute, ich muss gleich aufs Klo. Hey, aber nicht zu weit weggehen, Hühnchen, ne? Nicht zu weit weggehen. Hier ist eine Kuh. Die macht euch platt. Die setzt sich da einmal hin und dann ist nichts mehr mit Kikeriki. Ne? Pass mal schön auf. Nicht zu weit weg vom Haus gehen. So, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Ich muss nur kurz was gucken hier nebenher. So. Gut, ich gehe mal kurz aufs Klo.
Hast du schon ein Jahr rum? Nee, noch lange nicht, noch lange nicht. Wir sind erst im ersten Frühling hier. Ich habe erst 12 Tage rum im Spiel. So viel habe ich noch gar nicht gespielt. So, ich gehe mal ganz kurz aufs Klo. Mascha TV! Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Trotzdem muss ich kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, Jessie Dragon. Na, wie geht's dir? Du bist hier kein Hühnchen mehr. Du arme Jessie. Hier habe ich kein Hühnchen Jessie genannt. Wir spielen gerade Story of Seasons und ich Harvest Moon. Ich hätte dir aber gerne die Möglichkeit gegeben, auch hier wieder ein Hühnchen zu sein. Nein, alles gut, alles gut. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Bei mir ist es nämlich. Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch super. Merkt man, oder? Ich bin mega happy drauf hier. So. Verarbeiten. Hier hätte ich irgendwo was reinpacken können. Okay, das habe ich schon getätschelt, mein Hündchen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal nach oben, gucken ans schwarze Brett, okay? Oh Gott, wag es dich. Ich verreck nur bei dir. Hey, nee, es lebt noch. Unser Harvest Moon Hühnchen lebt noch. Oh! Katzin? Aber Tod hat noch was geschrieben. Wollte nur kurz mitteilen, dass Brownie schon bei keinen Bock mehr auf Monster Hunter hat, weil er seit 50 Minuten im Charakter-Erstellen-Menü sitzt. Okay, das hat er bei mir aber auch sehen können, ne? Es ist ja nichts Neues. Aber gut, naja. Schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt. Toffi, schön dich zu sehen. Bonjour, wie schön so eine dynamische junge Mann kennenzulernen. Carina kennst du sicher, oder? Sie war in der Stadt eine berühmte Stylistin. War wohlgemerkt, das ist lange vorbei. Ich würde mich lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ja, ja, natürlich. Unser Dorf ist ein hübsches Plätzchen geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Der neue Salon wird perfekt dazu passen. Hier entlang, falls du mal sehen möchtest. Oh, ein neuer Salon. Da können wir uns gleich mal schick einkleiden, ne? Ich bestelle mir Strapse. Ja, nicht für mich. Für meinen Hund. Der wollte das schon immer mal haben. Und da sind wir. Mein Schönheitssalon. Magnifique. No? Ab jetzt arbeite ich hier. Ich biete verschiedene Dienste. Okay, sie bietet uns verschiedene Dienste an, ne? Mhm. Such dir deinen Stil aus. Kleidung, Frisuren, ich helfe gerne. Die Leute in Olivingen waren nie besonders modisch. Wenn sie neue Kleider kaufen wollten, mussten sie extra bis in die Stadt. Bis jetzt. Die jungen, trendbewussten Leute kommen jetzt sicher noch viel lieber. Ach, was für ein wunderbarer Tag. Ist das normal, dass dir gleich die Tränen kommen? Jedenfalls freue ich mich sehr über den neuen Schönheitssalon. Schon bald werden wir alle ein bisschen schicker daherkommen. Oh ja? Ich werde alle meine kleinen hübschen Blümchen und Blümchen... Was? Ihr werdet alle meine kleinen hübschen Blümchen und Blümchen zieren den Ort, in dem sie wachsen, oder nicht? Du hörst dich ja wie ein Bösewicht aus einem Zeichentrickfilm an. Du wirst uns doch nicht in Blumen verzaubern, oder? Natürlich nicht. Das war metaphorisch gemeint. Oh Gott. Und Götz ist da. Oh Gott. Hilfe. Oho, oho. Sie haben endlich einen Salon gebaut. Sei ob deiner Kundschaft unbesorgt, meine Liebe. Einen Stammgast hast du bereits gewiss. Mein Stamm ist dir gewiss. Na, wenn das... Achso. Na, wenn das nicht Götz, der Gourmet-Kolumnist, ist. Als Feinschmecker bist du weltberühmt. Aber ich wusste nicht, dass du modebewusst bist. Absolut. Die findet Götz ergötzlich. Na, den Spruch wollte ich schon immer mal persönlich hören. Und ich soll komisch sein, weil ich eben ganz gerührt war? Die sind alle ein bisschen gaga, oder? Die wirken alle nicht ganz sauber. Aber ja, es macht's wenigstens lebendig hier, ne? Oh, guck mal hier, Toda, für dich. Aha. Cindy. Wir haben Eiersaison. Toda. Sie sucht gerade Eier. Fällt dir dazu was ein? Toda ist bestimmt wieder bei Brownie.
Toffi zieht sich gern Straps nach. Nein, das war doch nur ein Witz. Mogelbaumangst, Dankeschön für den Follow. Dankeschön. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr in meinem Inventar. Warte, aber diesmal bin ich intelligenter. Achso, warte, ich mache jetzt mal den Y-Trick. Zack. Achso, nee. Den muss man hier machen, den Y-Trick. Genau, so. In die Werkzeugtasche. Ja, sehr schön. Gut. So. Beides nehmen. Super. Niff, hallo. Moin, Meister. Moin. Was geht? Hartes Bauholz brauche ich. Einmal. Für Dosetsu. Und dann kriege ich 500 Gold. Ja, ist nicht gerade wenig, ne? Sollten wir vielleicht den Angriff nehmen. Aber ich glaube, der Tag ist schon fast rum. Ich glaube nicht, dass wir noch so viel machen können, bevor wir ins Bett müssen. Es ist 7 Uhr abends. Da müsste ich schon... Ah, ins Museum muss ich ehrlich gesagt nochmal ganz kurz. Hat das schon zu? Ich muss ja noch meinen besonderen Knochen oder was auch immer das war, abgeben. Ja, hat schon zu. Mist. Ah nee, Donnerstag sowieso geschlossen. Okay, alles klar. Müssen wir morgen hin. Wie lange geht der Stream noch? Weiß ich nicht genau. Aber tatsächlich... Ah, nee, doch. Ups, heute. Ich werde jetzt dann in der nächsten Viertelstunde werde ich dann aufhören. Weil ich habe heute noch was Nachmittag zu erledigen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das habe ich... Ah, da habe ich gar nicht mehr dran nachgedacht. Stimmt. Okay. Noch eine Viertelstunde höchstens geht der Stream noch. Dann ist es vorbei für heute. War das schon wieder so ein Viech? Keine Ahnung. Oder ein Eichhörnchen? Weiß ich nicht. Genau. Genau. So. Was wollte ich jetzt machen? Die Maschine hier aufstellen. Die neue. Hier. Bams. Was können wir damit machen? Hineingeben? Barrenfertiger. Okay. Was brauchen wir für den Barrenfertiger? Was muss da rein? Schauen wir mal. Vielleicht Kohle? Brauchst du nicht auch hartes Bauholz für den Stall? Doch, das müssen wir sowieso farmen. Das müssen wir sowieso irgendwann dann jetzt demnächst farmen. Aber heute reicht es nicht mehr, weil heute hier jetzt gerade halb neun abends ist. Und von dem her wird es heute nichts mehr. So. Ich schau mal, ob das mit dem Eisen funktioniert. Kann ich einen Eisenbarren herstellen? Das würde ich gern wissen. Oh, meine Tasche ist voll. Ja, tatsächlich. Wir können Eisenbarren verarbeiten. Gut. Dann packe ich wieder die Sachen weg. Oh Mann, wir haben ist so eine Unordnung hier, ne? Okay. Hä? Wieso kann ich das... Ich wollte gerade sagen, geh doch automatisch da rein. Wollte es nicht. So, das kann ich verkaufen. Das verkaufe ich auch alles, das brauche ich nicht. Lehm kann hier rüber. Okay, gut. Wie wichtig ist es? Das, was ich machen muss? Ich sag mal so, ich muss es machen. Darf selber entscheiden, wie wichtig das ist. Nein! Oh Gott, nein! Den nicht verkaufen. Huh, der ist fürs Museum. Den wollte ich verkaufen. So. Gut. Genau. Sehr schön. Dann nehme ich noch die Mayonnaise auf und mache das hier noch. So. Und den Hartholzbarren, den kann ich mir jetzt eigentlich nur noch mal hier rausholen. Ich glaube, den haben wir noch, ne? Ja. Wir brauchen nur einen, oder? Hartes Bauholz. Auf einer Skala von 1 bis 100. Eine Million. Ja, Leute, wenn ich halt Sachen zu tun habe, ich meine, es sind natürlich... Man hat als Erwachsener gewisse Verpflichtungen. Man muss gewisse Dinge tun. Man hat als Erwachsener gewisse Verpflichtungen. Ich hoffe, ihr versteht das. Nameplayer, wie alt bist du? Hast du keine Verpflichtungen? Fühlst du dich zu nichts verpflichtet? Dani, dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, Dani. Sehr nett von dir. Guck mal. Wegen dir habe ich jetzt hier 500 auch noch gekriegt. Da war nichts mehr, okay. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich bin 2. Mhm. Auf jeden Fall, dieser Antwort nach zu urteilen, könntest du wirklich um den Dreh rum sein. Du hast ja auch noch ein Privatleben. Eben, Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Was würde ich jetzt noch machen? Also das Nächste, was wir tun müssen, ist auf jeden Fall den zweiten Bereich, den wir jetzt freigeschaltet haben durch die Brücke, den müssen wir auf jeden Fall nochmal säubern. Wir brauchen ganz viel Hartholz, das müssen wir machen, um den Kuhstall zu, um den Kuhstall zu reparieren und die Kühe dann eben einzufangen und so weiter. Also das ist alles noch wichtig, aber damit wären wir heute nicht mehr fertig, aber wir können jetzt zumindest mal so ein kleines bisschen damit anfangen. Was ist das da? Ernten? Was ist denn das? Pestwurz. Das klingt, als würde es jucken, wenn man es aufhebt. Was ist das? Pilze. Okay. So. Genau, und den Pilzstamm, den müssen wir ja auch noch hier reparieren. Der braucht hartes Holz. Genau, dafür können wir hartes Holz sammeln. Abernten. So. Ups, nein. Sag mal. Was ist denn los mit mir? So, meine Güte. So, hier. Meine Güte, du. Das hört sich giftig an. Ja, eben, ne? Wie Brennnesseln oder sowas. Ich bin 14,7. Oh, kennt ihr noch diese Altersklassen, wo man sich immer ein bisschen älter gemacht hat, als man eigentlich ist? Komm mal in mein Alter, dann sagst du, bist du froh, wenn du nicht das nächste Alter sagen musst. Ich bin 13,5. In einem gewissen Alter, wenn man sich halt irgendwie noch zu jung fühlt oder sowas, da macht das schon noch Sinn. Aber komm mal in mein Alter, da macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Da ist man froh, wenn man jung bleibt. Ich bleibe so lange 31, bis es nicht mehr geht. Und am liebsten wäre ich noch ein Jahr länger, 29. Also mehrere Jahre lang 29 wäre mir auch recht. Wobei das 29. Jahr jetzt auch nicht so das allerbeste wäre. Bist du nicht 12? Kommt drauf an welchen Tag du mich fragst. Aber mit der Brille? Sehe ich mit der Brille eigentlich jünger oder älter aus? Ich finde tatsächlich sogar fast ein bisschen jünger mit der Brille, oder? Oder die sagen 30 plus. 30 klingt immer scheiße. Wenn, dann würde ich echt... Also eine 2 vorne als erste Zahl zu haben, ist immer angenehmer, finde ich. Ist viel schöner als irgendwas mit einer 3. 3 ist immer bah. Deswegen sagt man ja auch, bei Frauen zum Beispiel kommt die Midlife-Crisis mit 30 und bei Männern mit 40. Bei mir kamen sie ehrlich gesagt schon mit 28. Ich hatte meine Midlife-Crisis mit 28. Da hatte ich wirklich so eine Phase, wo ich gedacht habe, Alter, ich habe mein ganzes Leben lang verballert. Mein ganzes Leben verballert. Kiyoya. Habe ich dich schon gegrüßt auf jeden Fall? Hallo? Ich bin 31 tatsächlich. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin wirklich 31. 30 klingt super. Mhm. 30 klingt wie 10 Jahre zu viel. Super, ich werde bald 28. Das gibt Hoffnung. Jeder ist da anders. Jeder ist da anders. Ich hatte halt meine mit 28. Du siehst viel jünger aus. Ich weiß. Es kriege ich immer wieder gesagt. Aber es stimmt tatsächlich. Ich habe auch schon ein Kind. So, und ich kipp gleich um, wenn ich nicht aufpasse, dass ich hier... Okay, jetzt muss ich dringendst ins Bett. Auf dem Weg zum Bett kippe ich da um. Was meint ihr? Nee, oder? Oh, ich schaff's noch. Ich habe so einen Umweg gemacht. Angst. Wenn du eine 2 im Alter willst, sag einfach, du bist 20 plus 11. Ach. Ich glaube, ich sag gar nichts zu meinem Alter. Man sieht mir ja nicht an. Ich kann ja auch getrost sagen, ich bin 20. Das wird mir auch jeder abkaufen. Ich sag einfach in Zukunft, ich bin 20, oder? Komm, wir akzeptieren das jetzt alle. Toffi ist 20. Hast du vor zu heiraten im Spiel? Ja. Und zwar Götz. Ich will Götz heiraten, aber ich weiß nicht, ob das geht. Was passiert? Ich warte immer drauf, dass ein Cutscene kommt, wenn man hier gerade rausgeht. Morgens wird man meistens
von irgendeinem Bürgermeister genervt oder sowas. Wuff, wuff. So, dann kümmere ich mich mal ganz kurz um meine Tierchen. Die dürfen auch mal raus auf die Weide. Ding, ding, ding. Und ich will auch mal gleich mal gucken, ob das was gebracht hat, dass ich sie auf die Weide packe. So. Das war Curry. Und wo ist Kali Horst? Wo ist Kali Horst? Ist er weggelaufen? Das hat man davon, wenn man seine Hühnchen auf die Weide lässt. Die hauen ab. Wo ist Kali Horst? Der ist tot. Okay, stimmt. Behagen, also sie draußen auf die Wiese zu lassen, das ist auf jeden Fall für die Behaglichkeit gut. Ah, da ist er. Da ist Kali Horst, ne? Ja, das ist Curry. Oh, Alter. Oh, hab ich Schiss gekriegt. Ich habe echt schon gedacht, dass der weg ist. Oh, Angst, Angst. Was? Kali Horst ist Kaligone? Ich weiß nicht, was das bedeutet, Kaligone. Ich bin Toffee, ich bin dumm, ich weiß nicht, was Kaligone heißt. So, wir haben ganz viel zum Ernten, das ist schön. Aber, liebe Leute, ich würde tatsächlich sagen, jetzt ist es dann soweit. Ich muss heute um halb tatsächlich Feierabend machen. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir werden den Stream jetzt beenden. Vielen, 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 vielen Dank an alle diejenigen, die neu dazugekommen sind, heute dabei waren bei diesem grandiosen Stream. Hat mir echt Spaß gemacht. 2,5 Stunden mal wieder ein bisschen Story of Seasons zu spielen, hat echt Bock gemacht. Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, was dazu zu lernen. Viele Leute haben mir Tipps gegeben, fand ich echt extrem geil. Wir haben Kali Horst kennengelernt, wir haben ein neues Gebiet eröffnet. Wir haben wirklich vieles, vieles gemacht und ich bin echt froh, wieder ein Stück vorangekommen zu sein. Aber es gibt noch sau viel zu erledigen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein weiteres Stream-Projekt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Resttag, falls man sich nicht mehr hört. Entweder gibt es heute Abend ab 19 Uhr wieder einen Stream. Kann ich nicht ganz sagen, eventuell. Ansonsten wahrscheinlich morgen wieder zwischen 12 und 15 Uhr in den Dreh rum. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.